Morgs. Das weiß er, glaube ich, auch selber. Und deshalb Ja, ich bin gespannt, es sind ja jetzt. auch beide Spieler, die ihre Emotionen nach außen tragen, ne? Die nicht introvertiert sind. Uwe braucht immer die Heimfans, dann spielt er nochmal 10% besser. Aber Ja. Cousin ist auch einer, der sich da in positiver Art und Weise hochfahren kann, da auch lange Rallyes bejubelt. Von daher, wenn sie das abrufen, was sie abrufen können, wird es ein richtig gutes Spiel. Ja, und da merkt man gleich von der Bank, ist ein bisschen mehr Präsenz jetzt da von Fulda. Hat man im ersten Spiel, glaube ich, auch so ein bisschen vermisst. Ja, ich lese gerade, spielt auch mit einem neuen Holz. Da sind ja Tischtennisspieler sehr eigen, wenn es um ihr Material geht. Und ich kann auch sagen, ich spiele mein Holz eigentlich seit 18 Jahren. Und wenn man so das gewisse Gefühl hat, das ist es, dann versucht man das eigentlich auch nie wieder abzugeben. Also da muss schon viel passieren, dass ein Tischtennisspieler, glaube ich, ein Holz in seiner Karriere, wenn er es Ja. gefunden hat, glaube ich, wechselt. Eine lustige Anekdote. Mir hat mein Holz damals Erik zusammengestellt, hat sich mein sehr krummes Spiel angeguckt und hat gesagt, das und das Holz mit den und den Belägen passt zu dir. Und seitdem spiele ich das auch und ja, auf unserer Ebene passt das schon. Ja. Ah, super Aber ja. Punkt. Aber es ist dieses schnelle Spiel. Also es ist dieser, ja, man kann ja wenig von Eröffnungstopspin reden. Da ist ja mehr Tempo als Spin in den Bällen. Deshalb sieht man, glaube ich, auch dann so aus, wenn der Block halt oder Gegentopspin kommt, ist es dann auch der Punkt. Aber Ionescu macht es ganz clever, bleibt am Tisch, kann Casson so ein Stück weit nach hinten drängen, sodass er gar nicht so viel Druck aufbauen kann. Ja, und Ovi, das muss man auch sagen, ist ein Spieler, der, für den ist der erste Satz immer eminent wichtig. Also wenn der gewonnen wird, nimmt er diesen Selbstvertrauen mit. Er spielt auch gut, muss man sagen. Und es ist ein ganz anderes Spiel als das erste. Ne? Das war so Ja. ein Taktieren, so ein Kampfgeschupfe, möchte man fast schon Ja, sagen, kurz legen im und ersten wirklich. Satz. Und das hier geht es vorwärts. Das ist natürlich auch für die zahlreichen Zuschauer ganz anders anzusehen. Ja, doch hier, Casson, doch mit einigen Problemen im Rückschlag. Aber jetzt gute Punkte. Dreimal jetzt mit der Rückhand den Topspin gut platziert. Ja, und ich finde, Casson schlägt einen Tick zu weit, zu lang auf, aber auch zu Vorhand platziert. Also, wenn man weiß, wo die Stärken von Ionescu liegen, dann in der Vorhand. Völlig falsch gelesen, den Ja. Aufschlag. Ja, und wenn natürlich Obi mit der Vorhand durchkommt, dann wächst Ja, dann. wenig Gras. Ja. Jetzt hat er zumindest mal versucht, den Rückschlag mal in die tiefe Rückhand zu platzieren. Casson. Aber 10 zu 4 ist auch relativ deutlich. Hätte ich jetzt auch so nicht erwartet. Ja, und das könnte jetzt auch schwierig werden für Casson, weil Uwe wirklich gut gespielt hat.
Casson natürlich auch über die Rückhandseite von Ionescu spielen. Und ich glaube, was ich so gesehen habe, ist der eigene Rückhand-Topspin. Ist mehr reingehoben, wenig Qualität. Da sollte er doch, glaube ich, ein bisschen mehr Unterarmzug entwickeln. Ja, kann auf jeden Fall viel mehr. Ja. Da sind wir uns alle klar. Und er ist ja auch ein Spieler, das hast du letzte Saison schon gesehen. Da kann auch mal so einen Satz so hoch verlieren und dreht sich dann völlig vom Spielverständnis. Ja. Ist halt jetzt die Frage. A, er muss es umsetzen können. Das traue ich Casson gut zu. Allerdings muss man auch sagen, Ionescu nach so einem 11-4, das gibt schon Selbstvertrauen. So ein ganz klarer Sieg im ersten Satz. Ja, der versucht Rückhand, aber Ionescu weiß das natürlich auch irgendwann. Ja, und insgesamt, ähnlich wie schon bei Quadrao, eine sehr hohe Fehlerquote. Ne? Also Obi muss gar nicht so viel selber machen, also er kriegt viele Punkte geschenkt. Ja, es ist so ein bisschen, glaube ich, das Risiko. Also Fulda geht vielleicht den Tick zu viel Risiko. Ah, und der tut weh, das ist so ein Punkt. Da ist Ionescu auch immer sehr anfällig, wenn man so einfache Punkte weglässt, dass er dann auch 3-4 Punkte am Stück auch direkt weglässt. Deshalb, glaube ich, wichtig jetzt mal schauen, wie er diesen Ball wegsteckt. Ja, prinzipiell muss man ja sagen, ist nichts passiert. Ist ja jetzt nicht so, dass das der Punkt zum 8-10 war oder so. Ne? Es steht jetzt 3-3. Aber ja, mental. Ja, ist das. Ja. Wer Uwe so ein bisschen beobachtet hat, das ist oft so eine Sache, aber es hat die passende Antwort, sage ich einfach mal. Ja, sehr gut angespielt, das muss man sagen. Aber auch bei Casson so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob dieser letzte Biss so fehlt. Also, sie tun sich auf jeden Fall sehr schwer, ja, reinzukommen auch ins Spiel. Also, fehlenden Biss würde ich zumindest Casson-Stand jetzt nicht absprechen, aber manchmal ist es so, du stehst da am Tisch und kannst dich irgendwie nicht hochfahren. Oder das abrufen, was du kannst, sagen wir es mal so. Jetzt profitiert er von relativ einfachen Fehler von Ionescu. Ja, aber liest den Aufschlag auch, glaube ich, das ein oder andere Mal komplett falsch. Ah, das war jetzt gut. Mit viel Übersicht in die Weite Vorhand. 6-6. Jetzt haben wir auf alle Fälle so ein spannendes Match. Ionescu derjenige, der so ein bisschen zu passiv im Rückschlag wird. Führung jetzt für Casson wieder. Rückhand kommt gar nicht. Nee, nicht so wirklich. Jetzt wäre, glaube ich, wichtig, 2 Punkte für Ionescu. Das ist auch teilweise ein bisschen zu einfach für die Mühlhäuser in diesen engen Situationen. Also, ich wundere es wirklich, dass
Alexandra Suh, nehme doch mit den Aufschlägen von Nubia. Ich meine, Ubi variiert ganz gut, das ist in Ordnung, aber das sind nun jetzt auch nicht Aufschläge, wo du sagst, die sind gänzlich gefährlich. Ne, und auch von der Länge sind die auch nicht immer optimal, muss man einfach sagen. Der hält ihn im Spiel? Ja, den musste er jetzt mitnehmen. Ansonsten, glaube ich, wäre es vorbei gewesen bei 10-7. Der war jetzt wichtig für Casson. Da war der Rückschlag jetzt wieder zu. Na, nichts einfach. Einfach hingelegt. Da bin ich mal Freund davon, bei 9-8 vielleicht nochmal was Überraschendes zu versuchen. Aber jetzt wieder wichtig, der eigene Aufschlag. Aber der hatte gute Klasse, das muss ich sagen. Der war nicht. Der Rückschlag war relativ flach und dann den so auf dem Handgelenk zu spielen. Respekt, Ovi. Ich glaube, jetzt kommt vielleicht noch eine schnelle Variante. Nee. Ja, und da kommt die Faust von Ovi. Da ja, merkst du, da muss man ein bisschen was machen. Wir scheinen doch ein bisschen Ahnung von der Materie zu haben. Rudi, so schlecht können wir gar nicht liegen. Naja, auch auch ein blindes Huhn. Ja, findet mal den Doppelkorn hier in Thüringen. Ja, Casson diskutiert jetzt, dass der Arm von Ovi bei dem Netzroller auf dem Tisch gewesen wäre. Den Punkt gibt es aber von Mühlhausen. Den Punkt gibt es von Mühlhausen, ja. Man muss ehrlich sagen, nichtsdestotrotz, das war ein halbhoher Ball. Den darf er machen. Er kann sich aufregen, aber ich glaube, da schädigt er sich wahrscheinlich nur selber. Oder ist vielleicht jetzt gerade der Punkt gewesen, wo er sich den Kick geholt hat, der bisher gefehlt hat. Man kann ja vielleicht mal für die Zuschauer das ein bisschen erklären. Du bist ja nun noch deutlich enger im Post-SV vernetzt. Alexandra war ja nun auch mal so in eurem Dunstkreis auf einer sehr langen Liste an potenziellen Spielern, die man sich zumindest mal vom Namen her angehört hat. Ja, man muss einfach sagen, das sind interessante Spieler, gerade wenn man so in die französische Liga schaut. Da haben wir ja Irving Bertrand dann auch aus der zweiten französischen Liga geholt. Man muss dann allerdings auch sagen, irgendwann spielt das Budget eine gewisse Rolle und da muss man dann abwägen, was will man, was braucht man noch dann, braucht man noch einen vierten oder fünften Spieler, was kann man sich leisten und deshalb mussten wir dann so ein bisschen Abstand nehmen und haben uns dann für Bertrand entschieden, der dann, wo wir genau wussten, dass ein Spieler, der vielleicht noch nicht auf diesem Niveau ist, weil Casson, muss man einfach sagen, auf dem Niveau ist er dann deutlich besser. Aber wir haben einen jungen Spieler, wir wollten auch zu dem Zeitpunkt, haben wir uns auch gesagt, wir haben ja mit Lubo Jancarek, wir haben ja so ein bisschen den Altersdurchschnitt nach unten drücken wollen, aber wir haben auch gesagt, wir müssen mal mit jungen Spielern zumindest mal eine Chance geben. Und ich glaube, letzte Saison, wir haben dann auch relativ viel Glück gehabt, aber das gehört auch einfach dazu, dass Irwin so eine gute Entwicklung genommen hat, wo er uns ja auch das eine oder andere Spiel nach der Verletzung von Steffen Mengel dann gewonnen hat, auch im Doppel mitgewonnen hat. Aber also im Endeffekt ist es dann auch wie überall eine Geldsache und daran ist dann, also deshalb mussten wir ein bisschen Abstand nehmen. Ja, vielleicht mal zurück zum Spiel. Jetzt ist er doch ein bisschen besser drin. Ja, setzt das auch besser um, die taktische Marschroute, die der Trainer ihm auf den Weg gegeben hat. 6-3 ist jetzt erstmal relativ solide, wenn man so sagen darf. Ja, Zeit. Zeigt auch ein bisschen mehr Präsenz jetzt am Tisch, muss ich sagen. Aber jetzt wieder 5-6, jetzt das ist 3-6 ist halt wirklich keine Führung.
Ja, und das ist jetzt ein alles oder nichts Ball. Da hau ich, drehe ich mich weg. Wenn er kommt, ist die Halle ruhig. Wenn er geblockt wird, hört sich das Ganze dann so an. Ah, das ist so ein Ball gerade für Obi, da werden die Schultern gleich wieder 20 cm breiter. Und wenn er jetzt noch eine gute Vorhand trifft, Obi, dann strotzt er nur vor Selbstvertrauen. Dann müsste auch die Auszeit kommen. Ja, jetzt kommt er auch, ja. Genau. 6-3, 6-7. Trainer Meng nimmt die Auszeit. Oh, und der tut weh, das ist... Ja, die Fuldaer Bank, wenn man da mal drauf guckt, das ist so ein bisschen sinnbildlich momentan. Rufen, der da viele Tipps ihm gibt. Quatriarona sitzt so ein bisschen in Häufchen Elend. Anteilnahmslos, relativ anteilnahmslos da. Klatscht ab und zu mal, aber... Ja, jetzt ist er 8-7. War auch wichtig für Alexandre, jetzt mal diesen 0-5. Lauf da. Ja, Punkt zu machen. Ja. Stehst du mit dem Rücken zur Wand? Ja, 9-7. Ja, das. Aber ich glaube, das spricht vielleicht dann doch zu diesem 0-3. Wenn es läuft, dann läuft. Und wenn es nicht läuft, dann ergibt man sich scheinbar so ein bisschen in sein Schicksal. Und man kann Casson jetzt nicht vorwerfen, dass er nicht kämpft. Aber er lässt auch einfach zu viel liegen, muss man einfach sagen. Ja, da ist keine... Das ist halt auch zu defensiv, ja. Vom Rückschlag auf den Aufschlag von Obi. Obi kommt ja fast immer ins Spiel und er spielt sich jetzt verdientermaßen drei Matchbälle. Und auch wieder 10-7. Mhm. Noch kein Satzgewinn heute von Fulda. Ja, das, den wollte er jetzt, glaube ich. Uwe hat da ein bisschen provoziert. Kann man mal machen bei 10-7 und 2-0. Wenn er kommt, bist du der Held. Ansonsten hast du immer noch zwei Möglichkeiten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt versucht, aggressiv auf den Aufschlag drauf zu gehen oder ob er jetzt kurz liegt. Ach, das ist Highland. Das ist, glaube ich, sinnbildlich für... Für das Spiel, glaube ich, mit Fehlaufschlag zum 11-8. Da haben wir bei uns gesagt immer, wenn du so ein Spiel beendest, das macht ein Kasten Bier. Ja, ja, das ist, vielleicht ist das in der Bundesliga ähnlich, das können wir ja mal nachfragen. Auf alle Fälle muss man, glaube ich, sagen,